Guten Tag, Dr. Krüger. Wie geht's Ihnen? Mir geht es gut, danke. Sehr gut. Freut mich, dass wir wieder hier sind. Heute geht es über das Thema, das sehr große Thema Selbstachtung. Und zwar, wie kann man glücklich werden, wie kann man stark werden und wie kann man selbstbewusst werden? Wie viele Menschen würden Sie sagen, sind allgemein zufrieden mit sich selbst, pflegen eine gute Selbstachtung und wie viele könnten da noch daran arbeiten oder sagen von sich aus, ich habe vielleicht eine mangelnde Selbstachtung? Wir müssen da sehr differenzieren, weil das Selbstwertgefühl, was wir alle haben, ist schwankend. Also, sobald wir das Übliche tun, wo wir Erfahrung haben, wo wir eine gewisse Kompetenz haben, ist das Selbstwertgefühl von uns allen einigermaßen gut. Aber sobald wir etwas haben, wo wir das Gefühl haben, es ist wie eine Prüfung oder der Blick der anderen spielt eine große Rolle, man betrachtet uns skeptisch. Wir haben also eine Prüfungssituation, wir suchen uns eine neue Partnerschaft. In dem Augenblick ist das Selbstwertgefühl eigentlich aller Menschen relativ schlecht und wir können einen einfachen Test machen, nämlich, dass wir die besten Freunde einmal fragen und sagen, erzählt uns mal, was sind denn die 5 positiven Eigenschaften, die ihr habt? Und dann wird man die Erfahrung machen, dass die meisten Menschen uns lange erzählen können, was sie alles nicht können. Also die können lange erzählen ihre negativen Eigenschaften. Und fast allen Menschen fällt es ausgesprochen schwer, ihre positiven Eigenschaften mitzuteilen. Und das ist tragisch, weil wir alle Kompetenzen haben, aber im Wesentlichen leben wir in einer Kultur, wo wir mehr das Negative sehen. Dr. Krüger, was sind Ihre Stärken? Was können Sie sehr gut? Ich bin natürlich eine Ausnahme davon, weil es mich früher immer geärgert hat, wie viel Lampenfieber ich hatte bei Vorträgen oder bei Fernsehsendungen. Und ich habe dann gemerkt, das hing unter anderem damit zusammen, dass man in unserer Familie immer ein relativ schlechtes Selbstwertgefühl hatte. Und habe dann mit einer Sache begonnen, nämlich, dass ich jeden Abend mir vorgenommen habe oder mir gesagt habe, was machst du denn selber positiv? Also ich habe geguckt, den Blick mehr auf meine positiven Eigenschaften zu legen. Und ich weiß, ich kann relativ gut Bücher schreiben. Ich bin sehr ausdauernd und sehr geduldig, wenn es um wissenschaftliche Arbeit geht. Und ich glaube, ich habe eine gute Kompetenz, andere Menschen in ihrer seelischen Verfassung zu erkennen. Ja, das macht ja auch durchaus Sinn. Sie sind ja Psychotherapeut und haben langjährige Erfahrungen da auch sammeln können. Wie sehr hängt, da haben wir in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen, da ging es um das Thema Geld. Wie sehr hängt das Thema Geld, finanzielle Sicherheit, finanzieller Erfolg mit dem Selbstwertgefühl zusammen? Und gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Schwieriges Thema. Der Philosoph Schopenhauer warnt und sagt, es gibt zwei schwierige Wege in unserer Gesellschaft, zwei Holzwege, wo wir gucken, unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das eine ist das Thema Reichtum. Also es gibt Menschen, die der Meinung sind, wenn sie sehr reich sind, dann können sie damit ihr Selbstwertgefühl stabilisieren. Das misslingt aber. Also ich werde kein größeres Selbstwertgefühl haben, wenn ich ein tolles Auto vor der Tür habe, wenn ich eine große Villa habe, wenn ich ein großes Bankkonto habe. Das macht mich nicht per se selbstbewusster. Und es macht mich auch nicht selbstbewusster, wenn ich einen bestimmten sozialen Rang im Leben habe. Also wenn ich das Bundesverdienstkreuz kriege oder wenn ich eine bestimmte Anerkennung der Gesellschaft kriege. Aber man muss trotzdem mahnend sagen, wenn ich Geldprobleme habe, dann kann es sein, dass mich das in meiner Selbstachtung beeinträchtigt. Ja? Also wenn ich ganz wenig Geld habe, ich habe Freunde, die leben von einem ganz geringen Geld, haben fast keine Rente. Und das beeinträchtigt das Selbstwertgefühl, weil sie können viele Dinge nicht mitmachen, die haben vielleicht nur 1000 Euro, müssen überall im Grunde sparen. Und das führt sehr leicht zu einem Beschämungseffekt. Ist nicht der Punkt sozialer Rang einer der ausschlaggebenden Sachen, die dein Selbstwertgefühl auch bestimmen? Zum Beispiel, wenn man in der Olympia Gold gewinnt, das stärkt doch den Selbstwert. Ja, das kann vorübergehend so sein.
aber nicht andauernd. Wir kriegen große Probleme, wenn wir im Wesentlichen unser Selbstwertgefühl damit in Verbindung bringen, wie wir von anderen gesehen werden. Wir brauchen ein autonomes Selbstwertgefühl, wo ich weiß im Grunde, wer ich bin. Wenn ich davon zu abhängig bin, also von der Außenwelt, dann bekomme ich immer eine seelische Schnappatmung, weil es dann von abhängig ist, quasi, sind mir die anderen gewogen oder nicht, ja. Stellen Sie mal vor, Sie haben mal einen Bestseller geschrieben, nicht? Und davon machen Sie von der Anerkennung von den Lesern Ihre Selbstachtung abhängig. Und der nächste Roman, den Sie toll finden, der wird von den Lesern nicht angenommen und Sie geraten in eine große Krise. Das ist verrückt. Sie müssen selber wissen, wer Sie sind und davon Ihr Selbstwertgefühl abhängig machen, aber nicht im Grunde von der Reaktion der Außenwelt. Da kann man ja zum Beispiel sagen, dass diese Sachen, die mit sozialen Rang in Verbindung stehen, dass man sich das für sich selbst nehmen kann, wenn man zum Beispiel goldener Olympia gewonnen hat, wo man dann von sich aus sagen kann, für immer, weil das hat man ja dann einfach. Da kann man ja zum Beispiel sagen, ich habe das geschafft. Ich bin Weltmeister im irgendwas geworden, im Hochsprung geworden. Ich habe das geschafft und das kann ich jetzt nehmen. Und nimm das für mich. Das heißt, dass man so gesehen es nicht so sehr abhängig davon macht, okay, was werden die Menschen jetzt in Zukunft davon sagen, sondern dass man für sich aus sagen kann, ich habe das mal erreicht. Wissen Sie, was ich meine? Ja, wobei man eines sagen muss, ich habe einen Test gemacht. Ich habe in meinem Leben sehr viele berühmte Menschen kennengelernt, die im Bereich von Philosophie, von Psychologie, Lebenskunde ganz erfolgreich waren. Also ganz erfolgreiche Coaches, die in der Öffentlichkeit stehen, die Bestseller geschrieben haben, wo alle sagen würden, die hätten doch allen Grund, bei ihrem Erfolg selbstbewusst zu sein. Und mit denen bin ich essen gegangen. Und habe ihnen dann erzählt, wie toll mir ihre Bücher gefallen haben. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, die haben meine Anerkennung aufgesogen, als wären sie ein trockener Schwamm. Und dann spürt man deutlich, dass auch die sehr scheinbar selbstbewussten Menschen, auch die, die Grund hätten zum Erfolg, dass die normalerweise wenig wirkliche, also keine stabile Selbstachtung haben, sondern die Selbstachtung hängt nicht ab vom Erfolg, sondern wir müssen in der Lage sein, dass wir einen Umgang haben mit uns selbst, wo wir in der Lage sind, die Eigenschaften, die wir haben, wertzuschätzen. Aber das hängt nicht ab vom äußeren Erfolg. Würden Sie sagen, dass es einfacher ist, das zu machen, wenn man einen Grund hat für einen gewissen sozialen Status? Das heißt, dass es einfacher ist, wenn man in einem Schloss wohnt und ganz viel erreicht hat, zu sagen, ja, ich bin es irgendwie wert. Oder wenn man zum Beispiel nichts hat und auf der Straße landet. Das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Ist es möglich, als obdachlose Person, nichts gegen Obdachlose, da will ich gar nicht rein, aber ist es möglich, da wirklich einen absolut gefestigten Selbstwert zu haben? Oder kann man sagen, es ist einfach nur schwieriger? Oder kann man überhaupt sagen, es ist einfacher, wenn man viel erreicht hat im Vergleich zu, wenn man nichts erreicht hat? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe im Buch versucht, das Buch aufzubauen wie in einem Kurs, sodass jeder in der Lage ist, selber die einzelnen Schritte zu gehen. Und wenn wir selbstbewusster werden wollen, dann müssten wir zunächst einmal in die Kindheit gucken, wo meist große Defizite sind, Schwierigkeiten sind, wo wir zu wenig an Anerkennung bekommen haben, wo große Ansprüche aus dem Elternhaus da waren, oft über Generationen hinweg, also schon von den Großeltern her durch Flucht und Vertreibung, Familienprobleme. Und ich beschreibe, wie wir gucken müssten, uns dann mehr Anerkennung zu holen, was am besten dadurch gelingt, dass wir einmal Freunde fragen, andere fragen, sagt mal, was sind denn eigentlich meine positiven Eigenschaften? Damit sollte es beginnen, dass wir gucken, im Leben mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Und dann besteht aber tatsächlich das Problem, dass wir auch ein Leben führen müssen, wo wir stolz sein können. Also wenn ich immer im Leben alles aufschiebe, die berühmte Prokrastination, wenn ich nicht aus dem Knick komme im Leben, dann ist natürlich meine Selbstachtung immer gering und wir brauchen dazu bestimmte Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, dass wir lernen, Fehler machen zu können.
Nicht? Immer wenn ich mich entwickle, dann geht irgendwas schief. Oder ich brauche die Eigenschaft, dass ich Ausdauer habe. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir in kurzer Zeit viel erreichen wollen und fallen damit auf die Nase. Wir werden nur dann langfristig Erfolg haben mit Projekten, wenn wir die Einstellung haben eines Brauereipferdes. Also, dass wir jeden Tag mit kleinen Schritten dem Ziel entgegentraben. Ja? Insofern stimmt es, dass wir gucken müssen, ein Leben zu führen, wo wir Grund haben, stolz zu sein. Aber dieser Stolz, der bezieht sich auf innere Entwicklung. Ich selber lebe mit meiner Frau in einer Drei-Zimmer-Wohnung einer Genossenschaft mit einer beneidenswert geringen Miete im vierten Stock ohne Fahrstuhl. Und im Sommer sind wir viel in einer kleinen Gartenlaube, die hat 24 Quadratmeter. Und alles ist nicht unbedingt so, dass man sagen kann, es entspricht einem Schloss. Ja, ich brauche nicht viel zum Leben. Ich habe dort drei Hosen und zwei Paar Schuhe. Also es ist nicht das Äußere, sondern das, was wir finden müssen, ist vor allem das innere Glück. Hatten Sie mal eine Phase, wo Sie eine große Wohnung hatten, mehr Geld ausgegeben haben und dann so gesehen für sich selbst erkannt hatten, das muss gar nicht sein? Ich war mal früher Betriebswirt. Ich habe eigentlich Betriebswirtschaft ursprünglich studiert und habe in einem Konzern gearbeitet und habe bescheuert viel Geld verdient und habe aber gemerkt, dass ich das nicht brauchte. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Auto gehabt. Also ich bin darauf eigentlich gar nicht angewiesen und habe mitbekommen bei all denen, die große Villen hatten mit Marmor und allem drum und dran, die waren nicht unbedingt glücklich. Also ich habe immer den Hinweis bekommen oder habe gespürt, dass es darauf eigentlich nicht ankommt, sondern was wir haben müssen, ist vor allem eine innere Zufriedenheit. Das ist das Glück des Lebens. Das ist nämlich so schwer für mich nachzuvollziehen, weil ich kenne finanzielle Probleme von der Vergangenheit und dazu noch Physik zu studieren und dann noch drei Jobs zu haben und dann alles gleichzeitig zu machen. Das heißt, ich träume schon irgendwie davon. Es wäre ja eine schöne Sache, in einem großen Haus zu wohnen, viel reisen gehen zu können, nach China, nach Vietnam, nach Afrika, überall zu reisen, gutes Essen zu haben. Das ist, glaube ich, ein Traum einer jeden Person irgendwie auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man aber wirklich erst für sich selbst entscheiden kann, das an sich macht mich nicht glücklich, wenn man das einmal hatte. Wissen Sie, was ich meine? Ich gebe Ihnen ja recht. Ich komme aus sehr, sehr, sehr armen Verhältnissen. Und ich habe mir, als ich jung war, immer vorgenommen, irgendwann möglichst viel Geld zu haben, weil es sehr viele Beschämungserlebnisse gab. Also ich bin immer in sehr abgerissenen Klamotten zur Schule gegangen. Und ich entsinne mich, dass wir einmal einen Klassenausflug hatten. Da haben sich alle etwas holen können. Aber ich hatte nur 50 Pfennig. Und das Einzige, was ich bekam dafür, war eine Flasche Selter. Die musste ich natürlich austrinken, weil es immer hieß, was man gekauft hat, das muss man dann auch nehmen. Und dann bin ich also röpsend durch den Grunewald marschiert mit dieser ganzen Kohlensäure im Bauch. Ja. Also es gab viele Erlebnisse, die mir gezeigt haben, Geld ist doch wichtig. Ja. Ich habe aber nur eine Erfahrung im Leben gemacht. Ich habe dadurch, dass ich BWL studiert habe, sehr schnell begriffen, wie man schnell Geld verdienen kann und reich werden kann. Und das war, ehrlich gestanden, das geringste Problem in meinem Leben. Ich hatte dann irgendwann so viel Geld, dass ich mir alle Wünsche erfüllen konnte und habe auch darüber dann, wie man Geld verdienen kann und wie man damit umgeht, deshalb ein Buch geschrieben und habe dann aber, als ich dann 40, 45 Jahre alt war und dann genügend Geld hatte, gemerkt, dass mich das dann zwar zufriedener machte und das war natürlich praktisch, genügend Geld zu haben, aber das wirkliche Glück, das habe ich verstanden, das liegt woanders. Ich weiß ganz genau, viele Zuschauer werden sich die Zähne knirschen, weil das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man so gesehen nicht so viel Geld hat, dann zu hören. So gesehen, ich habe so viel Geld, aber man braucht es so gesehen einfach nicht. Und ich glaube, es ist halt wirklich ein Punkt. Und ich kann mir vorstellen, dass man erst einmal dahin muss. Da will ich einmal kurz fragen, was ist schnell? Das heißt, schnell reich zu werden, das geht ja nicht innerhalb von einem Jahr. Was bedeutet schnell? Schnell heißt im Grunde im Laufe von 20 Jahren.
Ja, weil das natürlich verschiedene Voraussetzungen hat. Sie müssen genügend Geld verdienen. Sie müssen in der Lage sein, davon eine erhebliche Menge zu sparen, dieses Geld anzulegen. Und wenn Sie da geschickt sind und einen sogenannten Geldriecher haben, dann haben Sie innerhalb einer relativ kurzen Zeit, also von 2 Jahrzehnten, so viel Geld, dass Sie im Geld schwimmen. Und ich fand es immer im Grunde einfacher, viel Geld zu verdienen, als innerlich zufrieden zu sein. Oder auch das Thema Partnerschaft. Das fand ich viel schwieriger im Grunde. Also Frauen zu verstehen und mitzubekommen, wie kann eine Partnerschaft wirklich gelingen? Das fand ich, das waren sehr schwierige Themen. Aber das Thema Geld, das kann man, wenn man den richtigen Riecher dafür hat und die richtige Einstellung, das kriegt man in 2 Jahrzehnten gut hin. Das kann ich mir gut vorstellen, in 2 Jahrzehnten. Das ist auch, glaube ich, da kommt dann, da spielt der Punkt rein, tatsächlich auch so ein bisschen mit Selbstachtung von sich, einen gewissen Standard sich selbst gegenüber zu haben und zu sagen, ich habe jetzt gewisse Pflichten, ich muss denen jetzt auch wirklich nachgehen. Zum Beispiel, dass man, und das spielt auch so ein bisschen rein, dass die Schwierigkeit ist, nicht wirklich, nicht nur Gedanken zu haben. Ich will nicht unbedingt sagen, einen Traum zu haben, denn für mich bedeutet ein Traum haben, wirklich einen Traum zu haben und dem hinterher zu gehen. Denn so gesehen, einen Traum zu haben, ohne dem nachzugehen, das hat jede Person. Aber dann auch wirklich täglich dem nachzugehen, ohne die wirkliche Gewissenheit zu haben, ja, es wird funktionieren, das ist die Schwierigkeit, dran zu bleiben und dann Stück für Stück für Stück sich etwas aufzubauen. Das ist wirklich die Schwierigkeit, immer einfach dran zu bleiben. Ich würde noch einmal kurz eine Frage stellen zu dem sozialen Stand mit dem Selbstwert. Würden Sie sagen, dass das evolutionsbiologisch gesehen, wenn man da nicht unbedingt direkt drauf achtet und sage, nein, ich kann auch jetzt irgendwie so glücklich werden, dass das eine automatische Reaktion ist, dass das irgendwie in Verbindung steht, dass man automatisch höher sein möchte? Das eigentliche Problem ist, wenn ich selbstbewusst sein will, dann muss ich erkennen, was ist das Besondere an mir? Was ist das Individuelle? Und Feuerbach hat einmal gemeint, Selbstbewusstsein fängt dann an, wenn ich das Besondere erkenne und weiß, worin unterscheide ich mich von anderen? Und meist ist es die Kombination von Eigenschaften, also dass ich erkenne, ich bin ein einigermaßen fröhlicher Mensch, ich habe Humor, ich bin tüchtig, gleichzeitig bin ich sozial, ich bin jemand, der ganz gut aussieht, der sportlich ist und so weiter. Also diese Reihe von Eigenschaften. Und das kann ich nur selber tun, das ist etwas sehr Individuelles, da hebe ich mich aus der Gemeinschaft hervor, indem ich das Besondere erkenne. Und dieses Selbstwertgefühl steigert sich vor allem, wenn ich die Anerkennung von außen auch aufnehmen kann. Der große Fehler, den wir machen, ist, sobald jemand kommt und uns sagt, da bist du toll oder da, dass wir meistens so ein ganz komisches Gefühl kriegen, weil wir nicht wissen, das ist uns fast peinlich, weil wir nicht wissen, wie können wir damit umgehen. Und dann überzeugen wir den anderen davon, dass wir doch nicht so großartig sind. Und schon ist die Chance im Grunde vertan. Und wenn wir selbst mehr Selbstachtung kriegen wollen, dann müssten wir eines machen, was ich immer Kühe melken nenne, nämlich wir müssten dem anderen sagen, schönen Dank für die Anerkennung. Wie meinst du das? Weil ich ja gar nicht genau weiß, wie der das wirklich gemeint hat. Und wenn jemand zu mir sagt, du schreibst tolle Bücher, dann sage ich, danke, ja, schönen Dank. Aber kannst du mir das genauer sagen, wie du das meinst? Welches Buch und was mache ich toll, ja? Und dadurch bin ich in der Lage, den Blick der anderen so kennenzulernen, dass ich quasi diese Anerkennung bei den nächsten Büchern berücksichtigen kann. Und das wäre eines der ganz konkreten Schritte, die wir machen müssten, um mehr selbstbewusst zu werden. Das ist ja tatsächlich, ich sag mal, ein ganz großer Schritt, sich da auch dazu zu entscheiden, einfach nur Komplimente auch mal anzunehmen und gar nicht mal anzufechten, weil das ist ja wirklich eine automatische Reaktion, die man oftmals bekommt, zu sagen, ja, aber nein, aber bist du da wirklich sicher, sondern tatsächlich einfach nur zu sagen, ja, danke, ich weiß das zu schätzen. Und allgemein dann auch wirklich dazu offen zu sein, was kann ich jetzt eigentlich gut, und das schon fast
wie so eine Schatzsuche anzugehen. Was kann ich gut im Leben? Ich möchte jetzt herausfinden, was ich gut kann, damit ich das immer mehr integrieren kann in meinem Leben und dadurch auch immer selbstbewusster werden kann. Man muss zwei Sachen dazu sagen. Selbstbewusst sind wir im Allgemeinen nur, wenn wir verliebt sind. Also wenn wir einen Partner haben, eine Partnerin, die uns zeigt, wie großartig wir sind, dann fangen wir an zu schweben. Das ist der Grund, warum wir schweben. Dass ein anderer unsere Bedeutung erkennt. Das ist nicht unbedingt nur eine Folge von Hormonen, sondern da erzählt uns jemand und er zeigt uns das durch das ganze Echo und was er alles wissen will, wie besonders wir sind. Ja, dann im Grunde schweben wir und deshalb verlieben wir uns mitunter so gerne, weil das unsere Selbstachtung so enorm hebt. Ich würde sagen, dass Selbstbewusstsein sich in viele unterschiedliche Teile aufteilt. Und also ich könnte mir vorstellen, das ist einfach nur eine Hypothese dargelegt, dass man auch selbstbewusst sein kann, ohne einen Partner im Leben zu haben, aber dass dann ein Strang des Selbstbewusstseins, der insgesamt das allgemeine Selbstbewusstsein aufbaut, dadurch nicht erfüllt ist. Dass man zum Beispiel sagen kann, okay, ich bin selbstbewusst darin, dass ich das gut kann. Ich habe meinen Doktor in Mathematik bekommen. Was Mathe angeht, da bin ich selbstbewusst. Aber vielleicht so dieser allgemeine Wohl, dieses allgemeine warme Gefühl, dass das da dann vielleicht fehlt. Also ich würde tatsächlich einmal aufstellen, das Postulat, dass Selbstbewusstsein durchaus aufgeteilt werden kann in unterschiedliche Arten des Selbstbewusstseins. Wissen Sie, was ich meine? Also ich würde Ihnen zunächst einmal recht geben, wir können auch selbstbewusst sein, auch wenn wir keinen Partner haben. Und ich kenne auch selbstbewusste Singles, die ganz mutig durchs Leben gehen. Allerdings ist ein gutes Selbstbewusstsein so, dass ich manchmal Tage habe, wo ich das Gefühl habe, ich muss für dieses Selbstbewusstsein nichts mehr tun. Also ich muss mich nicht beweisen, sondern ich habe ein Selbstbewusstsein einfach, weil ich der und der bin. Und das ist manchmal vielleicht ein wenig leichter, wenn ich einen guten Freundeskreis habe, wenn ich gute Gewohnheiten habe und wenn ich eine Partnerschaft habe, wo der andere immer wissen will, wie es mir geht, dann bin ich sozial eingebunden. Ich habe so eine gewisse, sagen wir mal, emotionale Basis und mir persönlich zumindest einmal fällt es dann etwas leichter, selbstbewusst zu sein. Das hatte ich in einem sehr hohen Grad in der Schulzeit, in der Oberstufe. Da hatte ich einen wirklich sehr, sehr festen Freundeskreis und da hatte ich genau das, was Sie gerade meinten. Und jetzt ist es ist einfach anders. Denn ich bin so gesehen, ich muss meinen Pfad irgendwie finden und mir selbst immer sagen oder selbst immer schauen, okay, wer bin ich, was kann ich gut und dann Schritt für Schritt voranzukommen. Und damals, dann habe ich bei weitem nicht so viel reflektiert wie jetzt. Aber es war einfach alles gut. Ich hatte keinen Grund auch dazu, weil alles wirklich sehr, sehr schön war und ich wirklich einen sehr, sehr gefestigten, guten Freundeskreis hatte. Und das macht einfach einen sehr großen Unterschied im Leben. Keine Das Frage. ist natürlich ein großes Problem. Wir sind meistens einigermaßen selbstbewusst, solange wir in der Schule sind, solange wir Abitur machen zum Beispiel. Da bin ich in einer festen Clique und ich habe weniger Gründe, mich selber in Frage zu stellen. Schwierig ist es, sobald diese Zeit vorbei ist. Da gibt es eine Zeit, wo ich doch stärkere Selbstzweifel habe und noch nicht genau weiß, wer ich bin. Wenn ich 45 oder wenn ich 50 Jahre alt bin, kann ich auf eine bestimmte Karriere zurückblicken. Ich habe erste längere Partnerschaftserfahrungen gemacht. Ich habe vieles im Leben geleistet. Und insofern weiß man dann allmählich, wer man ist. Ja? Und deshalb gibt es eine Kernüberzeugung, das Selbstwertgefühl von Menschen geht etwa mit ungefähr 35 Jahren nach oben, ungefähr bis zum 60. Lebensjahr, 65. Dann wird es wieder etwas schwierig, weil man dann aufhört mit sehr häufig mit dem Beruf. Ich muss mich dann anders definieren, dann kommen möglicherweise Krankheiten, der Rückgang im Grunde von Kräften. Aber das Selbstwertgefühl steigt normalerweise,
wenn ich auf erste Lebenserfolge zurückblicken kann und wenn ich vor allem beruflich meinen Weg gefunden habe. Und das ist ungefähr mit 35. Aber die Zeit mit von Anfang 20 bis 35, das ist die Zeit, wo über 80% aller jungen Menschen sagen, wir haben häufig Selbstzweifel. Das war bei mir sehr verstärkt der Fall, dass es so gesehen nach der Schulzeit einfach eine unglaublich schwierige Zeit für mich aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen und Faktoren. Und es war so ein Gefälle. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, langfristig ist das, diese Struktur, macht das überhaupt Sinn, dass es so gesehen sehr sicher ist in der Kindheit? Im Moment eine sehr gute Sache. Ich sag mal, wenn man Glück hat, dann kann man das, wird das fortbestehen. Aber jetzt ganz, ganz dramatisches Beispiel, wenn man jetzt in die in der Antike schaut, Sparta. Mit 7 wurde man rausgeschickt, man musste überleben. Ist natürlich was ganz anderes, kann man heute auch gar nicht machen, aber einfach nur, um das theoretisch zu vergleichen, wie man sich dabei fühlt. Das heißt, man muss sich jung schon irgendwie beweisen und lernt da schon seinen Pfad. Und da, heute wird man so ein bisschen gepolstert, ist man so ein bisschen gepolstert in der Kindheit, in der Jugend und dann wird man rausgeworfen. Und dann wird man völlig losgelassen, beziehungsweise zu einem gewissen Maß stark losgelassen. Und dann wird mehr oder weniger gesagt, weil Familie nicht mehr so eine große Rolle spielt, finde deinen Weg und mach das jetzt. Und oftmals wird dann auch diese Einstellung eingegeben, du hast Zeit, es ist alles gut, genieße deine Kindheit. Ja, Kindheit genießen schön und gut, man sollte sich auch nicht allzu viel Druck machen. Aber es spricht ja nichts dagegen, schon in der Kindheit zu schauen, wer bin ich, was will ich und was möchte ich dann angehen nach der Schule. So viele, und da habe ich auch dazu gehört, so viele Menschen oder Jugendliche in der Schule haben keine Ahnung, was sie machen wollen danach. Und da spricht ja wirklich nichts dagegen, schon in der Jugend zu sagen, okay, such dir was aus, probier. Man wird vielleicht versagen, kein Problem, aufstehen, weitermachen und daraus lernen. Würden Sie sagen? Ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Wir leben natürlich heute in extrem schwierigeren Zeiten, als wir das zum Beispiel im Mittelalter hatten, weil wir früher normalerweise Teil waren eines Kollektivs. Wir waren in einer Gruppe, bekamen einen Platz zugewiesen und leben heute in Zeiten, Erich Fromm hat das einmal genannt, die Furcht vor der Freiheit. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns für einen ganz individuellen Weg selber entscheiden müssen, den finden müssen und müssen den im Grunde auch ausfüllen. Mit allen Träumen im Grunde, die wir haben. Und dazu brauchen wir zwei unterschiedliche Eigenschaften. Wir brauchen die Kraft des Träumens und brauchen gleichzeitig auch die Fähigkeit, mit kleinen Schritten kontinuierlich einen solchen Weg trotz aller Widerstände auszufüllen. Also wir brauchen vor allem Ausdauer. Und man hat bei der Resilienzforschung, also da, wo man die Widerstandskraft eines Menschen untersucht hat, festgestellt, dass die Menschen am Leben am erfolgreichsten sind, die vor allem Ausdauer haben, die in der Lage sind, immer wieder Widerstände zu überwinden. So. Und das macht, ist natürlich auch beim Thema Selbstbewusstsein, sagen wir, sehr entscheidend, dass wir auf der einen Seite Himmelsstürmer sind, also große Ziele haben und gleichzeitig aber in der Lage sind, jeden Tag immer wieder diese Arbeit zu machen, wo wir mit kleinen Zielen kontinuierlich diesem großen Ziel nahe kommen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, an diesem Problem scheitern eigentlich die meisten Menschen. Wir kriegen noch die Lösung von Alltagsproblemen hin, also Geld zu verdienen, uns um einigermaßen um die Gesundheit zu kümmern, Liebesbeziehung und so weiter. Das kriegen wir halbwegs im Grunde hin. Aber die großen Träume, die wir haben in der Pubertät, die bleiben immer ein wenig auf der Strecke, weil wir eines meistens nicht haben, nämlich die notwendige Kraft, die notwendige Ausdauer und die Einstellung, die es uns ermöglicht, diese Träume auch wirklich zu realisieren. Absolut, ich stimme Ihnen zu 100% zu. Ich habe jemanden direkt auch gerade im Kopf, er ist sehr, redet auch sehr gerne über Sachen, die er erreichen möchte, fängt aber nie an.
Und hat so gesehen einen viel klareren Plan im Vergleich zu mir, als ich angefangen habe mit dem, was ich mache. Und ich bin einfach, ohne das zu überdenken, einfach angefangen. Und jetzt baue ich das halt wirklich auf. Und viele Menschen reden davon, mal etwas zu machen. Jeder kann reden, aber fang doch mal an. Und das ist für mich so, ich verstehe das einfach nicht. Und wenn man nicht morgen einfach direkt irgendwie anfängt, an dem Plan daran zu arbeiten, das umzusetzen, dann wird man 10 Jahre dran reden und dann wird man irgendwann sagen, ach, ich hatte nie die Möglichkeit dazu. Andere Menschen hatten Glück. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Wenn man sagt, die Person hatte einfach nur Glück. Woher weiß man das? Woher weißt du, ob diese Person wirklich Glück hat im Leben? Woher weißt du, dass die Person nicht mal obdachlos war und sich dann hochgekämpft hat? Und ich verweigere einfach nur die Einstellung zu sagen, man muss Glück haben, um etwas zu erreichen. Denn ich möchte auch etwas aufbauen. Ich möchte etwas auch der Gesellschaft irgendwie zurückgeben. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, ich will auch eine gewisse Freiheit irgendwie haben. Einer meiner größten Ängste ist, in einem Job gefangen zu sein, der mir überhaupt nicht gefällt und ich versuche, meine Zeit einfach irgendwie rumzukriegen. Und das heißt, ich will irgendetwas machen, wo ich den Sinn da drin sehe und bin dazu bereit, auch wirklich am Anfang gehört das immer dazu, starke Opfer zu bringen, soziales Leben sehr stark einzuschränken, komplett aufs Ganze zu gehen. Und wie würden Sie sagen, Dr. Krüger, wie kann man einmal diesen Schritt anfangen, einfach nur zu handeln und aufzuhören zu überdenken? Wir brauchen mehrere Voraussetzungen. Das eine ist, es ist gut, wenn ich im Leben, wenn ich jung bin, große Vorbilder habe, also Menschen, die mir zeigen, dass das geht. Ich habe, als ich jung war, also Anfang 20, einen Professor gehabt, der unendlich gut in der Öffentlichkeit reden konnte, Vorträge halten konnte, die Leute waren gebannt, waren gefesselt. Und das zweite war, der konnte ganz toll Bücher schreiben. Und in mir entstand der Plan, das auch zu machen. Und je älter ich wurde, habe ich gedacht, du müsstest mal in der Lage sein, 10 Bücher oder 20 Bücher zu schreiben über alle Themen, die dich interessieren, dass das so ein ganzes Kompendium wird. Und jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, 18 Bücher und nähere mich langsam dem Ziel, also ein gutes Vorbild haben. Das ist quasi eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung ist natürlich, dass ich im Leben viele kleine, dass ich das große Ziel, was ich habe, in viele kleine Schritte im Grunde aufteile. Und das dritte ist, dass ich eines wissen muss im Leben, wenn ich ständig großen Zielen nacheifere, dann werde ich immer wieder an meine Grenzen kommen. Ich werde Fehler machen. Ich werde merken, dass ich so toll nicht bin. Und das muss ich im Grunde aushalten. Quasi. Wir hören meistens dann mit Projekten auf, wenn wir über uns selber erschüttert sind und dann merken, nicht, also wenn ich anfange, Bücher zu schreiben, dann habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich die Dinge runterschreibe, wie ich das im Kopf habe und dass ich quasi wie im Rausch etwas ganz Großartiges hinlege. In Wirklichkeit ist es aber so, dass ich dann viele, viele Monate an den Seiten preble, die mir nicht gefallen, dass ich dann beim Korrekturlesen merke, wie viele Fehler da drin sind. Also man ist immer wieder mit den eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert. So. Und da muss ich eine gute Einstellung hinbekommen, dass ich das auch überstehe, dass ich da nicht zu sehr im Grunde gekränkt bin. Und dann bin ich in der Lage, auch solche Ziele zu erreichen. Nicht, also wir müssen uns verabschieden von dem Perfektionismus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man uns vorgaukelt, quasi, ich muss relativ perfekt sein, ich muss im Grunde große Ziele haben, die muss ich mit viel Leidenschaft erreichen. Und das klappt meistens nicht, sondern ich erreiche meistens die Sachen, es gibt so ein Sprichwort in China, wo man sagen muss, was ich nicht erfliegen kann, das muss ich ja hinken. In den meisten Fällen ist es so, dass ich mit viel Ausdauer jeden Tag etwas erreichen kann. Und wenn ich das über 10 oder 20 Jahre mache, dann im Grunde kommt etwas Großartiges raus. Aber nicht im Grunde, indem ich mal eine Woche durchstarte. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz, ganz Großes, denn da spielt
viel auch die Angst vor dem Versagen mit und die Angst davor, dass es eben nicht perfekt ist. Und wenn man reingeht und sagt, ich weiß, ich werde dumme Fehler machen, richtig, richtig dumme Fehler werde ich einfach nur machen. Denn wenn ich im Nachhinein kann man sagen, ja klar, macht Sinn. Und ich kann 1000 Milliarden Bücher lesen, aber praktische Erfahrung hilft einem einfach am besten. Man kann 10 Bücher lesen, wie schreibe ich das perfekte Buch? Oder man schreibt einfach Bücher und liest sie nochmal durch und zeigt die vielleicht anderen Freunden und Kollegen und sagt, wie war das Buch? Und dann kann man wirklich einfach nur anfangen zu üben. Und das ist auch eine Sache, die ich oft höre. Ja, das könnte ich, das müsste ich mal machen. Das hört sich gut an. Vielleicht kann ich das auch mal machen. Aber ich merke dann einfach, da steht dann diese Angst, ist da so diese Barriere, wo man rüber muss, wo man Angst davor hat, dass es nicht richtig wird, dass man einen Fehler macht. Und wenn man einfach von vornherein sagt, ich probiere natürlich so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber ich werde mal blöde Fehler machen, wird einfach passieren. Und dann werde ich die annehmen, akzeptieren, ich habe das gemacht. Wie kann ich jetzt davon lernen? Das ist aber wirklich eine interessante Frage, weil man muss ja irgendwie, ich würde die Hypothese aufstellen, wenn man in irgendeinem Feld wirklich sehr erfolgreich ist, dann muss man auf irgendeine Art und Weise auch, ich will nicht sagen gestört, das ist ein bisschen viel, aber irgendwie auch ein hartes Leben gehabt haben, damit man überhaupt den Drang hat, das aufzubauen. Zum Beispiel, wenn man wenig Geld hat, dass man sagt, das wird mir nie wieder passieren, ich möchte jetzt finanziell abgesichert werden. Und dann spielt ja dann auch so eine gewisse Genetik mit. Da bin ich manchmal überrascht, wenn ich zurückblicke und sage, ja, ich hatte eine sehr schwierige Zeit, aber ich hatte die Stärke durchzumachen. Wo kam die her? Das ist schon fast Glück für mich, dass ich sagen kann, ich war voll auf meine Triebe angesetzt, aber irgendwie hat mein tierisches Gehirn, das Säugetier in mir, wie man das nennen möchte, einfach angefangen, die Reaktion ergriffen und einfach mit dieser Stärke durchgegangen. Und das ist ja wirklich einfach nur pure Genetik. Da kann ich so gesehen nichts dafür, dass ich einfach so bin. Bevor ich da weiter abdrifte, wie Ich ich will Ihnen dann. noch ein Beispiel geben, für die eigentliche Tragik zum Thema Selbstachtung. Als ich jung war, wollte ich gerne Vorträge halten, habe das auch gemacht. Aber ich wollte diese Vorträge perfekt machen, fehlerfrei, mit dem großen Erfolg. Ich habe ein Manuskript gehabt, habe das abgelesen. Für die Zuhörer war das eher anstrengend und ich hatte Schweiß auf der Stirn und habe natürlich gemerkt, es war nicht unbedingt großartig, ja. Und habe aber im Laufe der Zeit zwei Dinge gemacht. Ich habe geguckt, dass die Zahl der Zuhörer sich steigerte und habe Übung gewonnen. Also ich habe schlicht und ergreifend habe ich das trainiert. Und im Laufe von ungefähr 30 Jahren habe ich gelernt, A, Vorträge völlig frei zu halten. Ich habe nur noch einen Zettel, auf dem Pult. Da stehen meistens so 10 Wörter drauf, was ich nicht vergessen soll. Und ansonsten halte ich die Vorträge frei, weil ich finde, man sollte das Publikum angucken. Und meine Einstellung hat sich verändert. Ich will heute gar nicht mehr perfekt sein. Ich sage mir, in den Vorträgen sind möglicherweise manchmal Fehler drin. Es kann sein, dass ich Sachen vergesse. Es kann sein, dass ich sogar richtige Irrtümer drin habe, ja, worauf mich meistens dann die Zuhörer aufmerksam machen. Das ist egal. Aber ich habe den Kontakt zum Publikum und dadurch, dass ich spontan rede, also das, was mir gerade dann in dem Augenblick einfällt, sind diese Vorträge extrem lebendiger und besser geworden. Und ich habe vor einiger Zeit einmal Vorträge gehalten, da waren weit über 1000 Leute da und habe gemerkt, mein Lampenfieber ist mittlerweile fast, das geht fast gegen Null. Es ist nur noch so das Lampenfieber, was man braucht, um genügend, sagen wir, in Stimmung zu kommen, ja. Und daran sehe ich, was ich im Laufe von einigen Jahrzehnten durch viel Übung, aber durch eine ganz andere innere Einstellung dann verändert hat. Ja, da finde ich auch ausschlaggebend der Punkt, dass wenn man versucht, wirklich absolut perfekt zu sein, wenn man bei 60% ist, warte, ich teile mal kurz meinen Bildschirm hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier Perfektionismus haben oder wie gut irgendetwas ist und dann die Energie, die man reinstecken muss, das heißt,
das ist jetzt, wie gut es ist. Ich mache einfach G für gut. Und hoppla, dann haben wir hier die, warte, wo ist das? Hier die Energie, die wir reinstecken. Jetzt ist das doppelt. Das heißt, oder genau, die Energie, die wir reinstecken, je mehr, und es wird dann so, nee, andersrum. Das heißt, hier ist die Energie, die wir reinstecken. Das macht ich weiß genau, was Sie meinen. Es genau. gibt eine alte Erkenntnis, nämlich wir erreichen bereits 80% dessen, was wir erreichen wollen, mit 20% der Kraft. Und wenn wir dann in Richtung Perfektion gehen, also wenn wir nicht 80% Perfektion haben wollen, sondern wenn wir mehr haben wollen an Perfektion, dann müssen wir einen unendlich hohen Aufwand betreiben, ja. um dieses bisschen dann noch perfekter zu machen. Und deshalb ist es, sag mal, erholsam, wenn ich im Leben damit rechne, eine gewisse Fehlerquote zu haben, weil ich sonst im Grunde in meinem Perfektionswunsch, den ich habe, werde ich regelrecht verrückt. Wir merken das bei den Büchern. Ich habe ein Korrekturthema und wir lesen jedes Buch 20 Mal Korrektur. Und jedes Mal am Ende, wenn wir nochmal einen neuen Durchgang machen, finden wir nochmal Fehler. Und irgendwann sagen wir, jetzt ist Schluss, jetzt können wir nicht mehr. Wir wollen das auch nicht nochmal lesen, sondern wir begnügen uns dann damit, dass wir sagen, das geben wir jetzt ab, auch wenn möglicherweise irgendwo sich noch ein Fehler drin versteckt. Absolut, ganz genau. Das hat man zum Beispiel dann hier. Hier ist Perfektionismus, P für perfekt. Hier, darüber kann es nicht hinausgehen. Das, wenn man das erreicht, dann ist es hundertprozentig perfekt. Und das kann man niemals erreichen. Das wird man niemals erreichen. Man wird Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr dran gehen können. Aber pro Prozentzahl, je höher man ist, wenn man bei 1% oder 0% ist, gibt man sich ein bisschen Mühe, ist man direkt bei 50%. Wenn man bei 80 oder wenn man bei 99% ist, dann gibt man sich so viel, muss man so viel Energie reinstecken, damit man bei 90,1% ist. Das heißt, um voranzukommen, nimmt man sich ein Projekt, vergleicht das, gibt sich Mühe, gibt sich so, macht so viel Energie da rein, und das hat ja auch mit Zeit zu tun. Das heißt, man ist bei 80%, okay, lerne von 20% Fehlern und direkt weiter. Das heißt, man ist ja viel schneller im Vorankommen, wenn man nicht immer perfekt ist, weil die Zeitspanne, die man braucht, je besser es ist, man verschwendet so gesehen Zeit und man lernt einfach viel schneller dabei. Ich gebe Ihnen an sich völlig recht. Es gibt einen Spruch aus Vietnam, der heißt, wenn zu perfekt, lieber Gott böse. Also, dass es gar nicht anstrebenswert ist, zu perfekt zu sein, ja. Aber wenn wir uns selber einmal prüfen, dann werden wir immer dann, wenn wir einen Fehler bei uns feststellen, kriegen wir das Gefühl, was bin ich blöd gewesen? Ich habe als Therapeut ein Praxisprogramm, was mir alle Sachen erledigt und auch die Rechnungen schreibt. Und ich habe dieses Programm eine Zeit lang falsch eingestellt. Und das habe ich irgendwann mitbekommen und habe dann, als ich das mitbekommen habe, gedacht, was bist du für ein Dödel, dass du nicht in der Lage warst, alle Dinge richtig zu berücksichtigen. Und abends habe ich dann überlegt und habe gedacht, das ist doch verrückt. Ich könnte ja eigentlich glücklich über mich selber sein, dass ich A, die Sorgfalt hatte, das mitzubekommen, dass ich die Intelligenz hatte, das zu korrigieren, dass ich in Zukunft es leichter habe, weil das Programm funktioniert, und dass ich das überhaupt gemerkt habe, dass ich so ein toller Typ bin, der das mitbekommen hat, ja, so. Und flugs ist meine Stimmung gestiegen. Aber wir alle haben normalerweise eine Einstellung zu Fehlern. Wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, dass man spontan erstmal denkt, was bist du im Grunde für ein bekloppter Typ, dass dir dieser Fehler unterlaufen ist? Mhm. Und wir sehen nicht, dass Fehler immer auch die Chance haben, dass im Leben etwas besser passiert. Absolut. Man denkt dann immer, wenn ich das nur früh erkannt hätte. Aber man hat es jetzt erkannt und kann jetzt nach vorne gehen. Und das ist dann auch der Punkt, wenn man zu viel Zeit verschwendet mit etwas, dann umso mehr denkt man sich, wenn ich das früher erkannt hätte. Aber wenn man einfach ins Machen kommt, man sollte natürlich sich schon irgendwie Mühe geben. Aber wenn man ins Machen kommt, dann erkennt man dann auch bestimmte Fehler viel schneller, auf die man wahrscheinlich sowieso nie gestoßen sind. Denn die Fehler, die man macht, sind ja oftmals Sachen, die man nicht erwartet hätte. Also die Fehler, die man in Betracht zieht, passieren ja oftmals gar nicht. Ich will dazu noch eine Einstellung geben. Ich habe viele Menschen in Therapie,
die bestimmte Eigenheiten haben, wo sie mit sich nicht zufrieden sind, die ein wenig stottern, die manchmal etwas aufgeregt sind, die vielleicht auch eine körperliche Behinderung haben, also die irgendwas haben, wo sie sagen, das ist ein Makel. Und ich bringe denen dann bei, erstens selbstbewusster zu sein und zweitens mit diesen scheinbaren Makeln spielerisch umzugehen, dass jemand auf den Wochenmarkt geht und ganz bewusst einmal etwas stottert oder dass jemand ins Café geht und ganz bewusst ein klein wenig mehr hinkt als sonst, ja. Und dann bemerken die meistens, dass es A nicht so schlimm ist, dass B es in vielen Fällen den anderen gar nicht auffällt. Die kriegen das noch nicht mal mit, weil die meisten so mehr auf sich selber achten. Und man bekommt plötzlich zu den Dingen, wo man immer das Gefühl hatte, das ist ein Makel und deshalb kann mein Selbstwertgefühl nicht groß sein. Man bekommt dazu eine eher spielerische, humorvolle Einstellung. Das verändert sich. Und das kann die Basis sein für ein Leben, wo wir etwas mehr die positiven Eigenschaften sehen. Absolut. Ich finde, Sie haben da was sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass man immer davon, oder viele Menschen gehen davon aus, oder eigentlich immer, wenn man da nicht wirklich sich damit auseinandersetzt, geht man davon aus, dass andere Menschen einen viel ernster nehmen, als sie es eigentlich tun. Denn die wichtigste Person im Leben einer jeden Person ist man selbst. Und man interessiert sich gar nicht so sehr für andere, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben oder da mal irgendwas Peinliches vielleicht passiert ist. Man nimmt sich so gesehen, und das kann man auf zwei Arten und Weisen sehen, Arten und Weisen interpretieren. Das heißt, dass man sich so gesehen nicht so ernst nehmen sollte. Gleichzeitig sollte man sich natürlich ernst nehmen. Ich kann das, ich schaffe das. Aber andere Menschen interessieren sich viel weniger für einen im Vergleich zu dem, wie man es oftmals erwartet oder denkt. Das ist gerade schwierig in Worte zu fassen, was ich. Das stimmt, wobei die Schwierigkeit ist, ich komme aus einem Elternhaus, wo es immer hieß, man muss auf den Blick der Nachbarn achten. Sartre, der Philosoph Sartre, hat ganz klar darauf hingewiesen, wir leben immer innerlich so, dass wir den Blick der anderen innerlich berücksichtigen. Und dadurch gerät aber das eigene Leben in eine Schieflage. Und wenn wir ganz genau einmal gucken, dann werden wir feststellen, dass die anderen so viel über uns gar nicht mitbekommen. Ich habe einen Freund, den ich gelegentlich treffe, der mich nach vielen Jahren, wo wir uns kannten, einmal gefragt hat, ob ich mir den Rücken verkühlt habe. Ich habe eine Rückenerkrankung, die schon etwas heftiger ist, und der hat das nie mitbekommen, sondern hat quasi gemeint, ob das nicht so eine Muskelverkrampfung wäre oder etwas Ähnliches mehr. Und das ist eigentlich eine Grunderkenntnis, dass die meisten Menschen über das, wie wir sind, sich kaum Gedanken machen, das kaum im Grunde mitbekommen. Und dass wir aber, wenn wir Selbstachtung haben wollen, müssen wir uns selber dafür verantwortlich fühlen und müssen das selber herausfinden. Auf jeden Fall. Da würde ich zum Beispiel mit dem Beispiel mit den Nachbarn auch sagen, wenn man negativ auffällt und man das dann anpasst und dann so gesehen nicht mehr negativ auffällt, dann werden die Menschen nicht die Tage damit verbringen zu sagen, oh, früher war das noch ganz anders. Sie sind damals immer negativ aufgefallen, sondern sagen jetzt, okay, jetzt ist Harmonie, perfekt. Und man vergeudet so gesehen nicht Energie, darüber nachzudenken, wie andere Menschen immer etwas falsch gemacht haben, beziehungsweise wenn schon, sollte man sich einmal darüber nachdenken, warum man das macht. Warum man ständig bei anderen Menschen den Fehler sucht, ständig immer wiederholt in den Gedanken nachgeht, dass andere Menschen mal was Peinliches erlebt haben. Da sollte man sich Sorgen machen. Warum? Ich würde am Ende noch gerne zwei Sachen vorschlagen. Das eine ist, dass wir alle einmal eine Übung machen, nämlich uns vorstellen, was wäre, wenn ich den 85. Geburtstag habe, habe bereits etwas Kniebeschwerden und ein Hörgerät und die beste Freundin hält über uns eine Rede über unser Leben. Und diese Rede beginnt mit den Worten, er hatte es nicht einfach, Komma, aber was hat er, was hat sie daraus gemacht? Diese Rede sollten wir selber schreiben, auch wenn man erst 30 oder 40 Jahre alt ist. Und diese Rückschau, diese Geburtstagsrede sollten wir einmal den besten Freunden oder Partnern einmal vortragen. Das wäre das Erste.
Und das, mein zweiter Vorschlag wäre, dass wir uns nochmal unterhalten, nämlich, dass wir dann reden über den klassischen Narzissmus. Was ist denn mit den Menschen, die ein Narzissmusproblem haben, die es immer häufiger gibt? Und das eigentliche Problem ist, dass die wirklichen Narzissten auch kein Selbstwertgefühl haben. Sie haben nur eine ganz bestimmte Art aufzutreten. Sie haben eine bestimmte Art, Bewunderung haben zu wollen. Sie haben eine bestimmte Art, sich selber zu inszenieren, wo der Laie denken könnte, die haben Selbstwertgefühl, weil sie quasi uns suggerieren, als wären sie großartig. Aber in Wirklichkeit haben sie ein Leben wie auf einem Seil, wo sie immer das Gefühl haben von Unsicherheit. Ja? Und das Problem ist quasi, dass die Narzissten uns mitunter, wenn sie Rachegefühle haben, wenn sie sich nicht gemeint fühlen, uns sehr schaden können, weil sie unsere eigene Selbstachtung vermindern. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich bei Narzissten etwas auskennt, gerade wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wenn man eine Partnerschaft beginnt. Und das könnte nochmal ein Thema sein, die Psychologie des Narzissmus. Auf jeden Fall. Da würde ich auch vorweg schon kurz sagen, dass ich sagen würde, oder meiner Meinung nach spielen die 7 tödlichen Sünden da auch eine Rolle. Wenn man zum Beispiel sehr, sehr eitel ist und sehr auf oberflächliche Komplimente anspricht, man umso einfacher in, ich sag mal, das Netz eines Narzissten reingerät. Das werden wir aber auch sehr gerne auf jeden Fall machen, da tiefgründig darüber zu sprechen. Das ist nämlich ein sehr, sehr großes Thema. Dr. Krüger, sehr interessantes Thema, hat mich sehr, sehr gepackt heute. Gerne auch nochmal zum gleichen Thema ein bisschen mehr. Machen, da würde ich zum Beispiel auch bei Autosuggestion gerne drauf eingehen. Funktioniert das nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ganz großes Thema auch. Haben Sie etwas, was den Zuschauern noch gerne zum Schluss mitgeben würden? Also was ich jedem empfehlen kann, ist wirklich einen Zettel neben das Bett legen und jeden Abend aufschreiben, was habe ich an diesem Tag gut gemacht? Und am nächsten Morgen, wenn man aufsteht, überlegen, wofür kann ich dankbar sein? Das eine lenkt den Blick auf meine positiven Eigenschaften und man gewöhnt sich daran, das etwas stärker zu berücksichtigen. Und das andere steigert mein inneres Glück, weil ich merke, was läuft eigentlich gut. Und beides diese Dinge, das boostert das eigene Selbstwertgefühl. Und wenn man das 3 Monate macht, wird man merken, dass die Selbstachtung wirklich steigert. Absolut. Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Sachen, die man auch üben kann. Sehr gute abschließende Worte. Vielen Dank fürs Dasein an alle Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Und bis zum nächsten Mal.